Ich heiße Angela Krauss. Man nennt mich eine deutsche Schriftstellerin. Ich bin aufgewachsen in der DDR. Ich schreibe Prosa, Lyrik und Essays, habe 13 Bücher geschrieben und betrachte eigentlich all mein Schreiben als ein langes, zusammenhängendes Gedicht. Enthalte mich der Genrebezeichnungen. Erfinde die Genres lieber selbst. Lebe in Leipzig und das seit 1980. Und die Stadt hat ja eine große Geschichte und eine sehr eindrucksvolle Form. Sie nimmt einen gleich auf. Das ist für mich wichtig. Also im architektonischen Sinne, ein Aufnehmen, sie zerfällt nicht. Das ist für mich wichtig, da ich ja auch viel auf Reisen bin. Immer wieder in so eine Umfassungsgeste hineinzugehen, wenn ich nach Hause komme, dann ist das gleich zu Hause. Und natürlich hat das zu Hause den Vorteil, dass man auch die kleinste praktisch Geste der Umwelt, seien es Menschen, Dinge, Anblicke, interpretieren kann und sich auch deshalb zu Hause fühlt. Ich bin damals 2009 im Winter hier angekommen mit dem letzten Flieger. Danach gab es einen Schneesturm. Und das war aber nicht der einzige Grund, warum ich in dem schönen Gästehaus von Queen Mary tagelang geblieben bin und mich immer nur ein paar Schritte rausgewagt habe, erstmal in die unmittelbare Umgegend, sondern der Hauptgrund ist ein Muster, was ich erst im Laufe der Jahre jetzt immer wieder bestätigt, was ich erkenne, dass ich mich in der Fremde, und das ist das ist die größte Chance eigentlich so einer Reise für mich, dass ich mich in der Fremde sofort wie ein Kind fühle, dessen Bewusstsein noch nicht beschrieben ist. Also ich gehe hinaus und das ganze Wissen oder sagen wir besser Scheinwissen, zum Beispiel über eine andere Stadt wie London, ist mir abhanden gekommen. Und das ist die eigentliche Chance, wirklich als Dichterin zu schauen. Und das ist ein Zustand, nach dem ich mich sehne, wenn ich in die Fremde gehe. Und so war das auch in London. Ich habe also Schritt für Schritt meinen Zirkel erweitert und war, glaube ich, erst nach einer Woche in die Innenstadt vorgedrungen. Und sich dann so zu fühlen, als ob man nichts versteht und neu auf der Welt ist, das ist die eigentliche Quelle für mich des Dichterischen oder der Kreativität. Dann erkenne ich wirklich etwas. Und das heißt auch, dass ich, obwohl es natürlich auch schön wäre, ich würde mein Englisch immer verbessern hier, aber das läuft eigentlich konträr zu dieser Chance, im Fremden zu sein, praktisch in der Fremde, schutzlos der Fremde ausgesetzt. So höre ich also die andere Sprache nur als Musik. Ich achte nicht darauf, was sie mir bedeutet, aber nicht auf die Inhalte. Zunächst. Ich achte nur darauf, dass die Autos auf der anderen Straßenseite fahren, um überleben zu können. Aber dieses britische Englisch mit diesen stimmhaften Konsonanten, das gibt es ja nirgendwo sonst auf der Welt. Und das ist mit den offenen, klaren Vokalen und den stimmhaften Konsonanten. Da müssen die deutschen Schauspieler lange, lange lernen, ehe sie das können. Also das zu diesem Singsang zu hören, ja, das ist wie eine Melodie. Und wenn ich das so in mich eingehen lasse, auf der Straße diesen Sound, dann ertaste ich mir praktisch die Fremde immer mehr. Und das ist das große Abenteuer und das große Geschenk, in der Fremde zu sein. Ich kümmere mich um die Trends nicht. Ich finde sie auch, so sie ausgerufen werden, recht fragwürdig. Ich kümmere mich eigentlich nur um das Verhältnis von mir zur Welt.
Und was dann als welcher Trend gerade interpretiert würde, wir kennen ja sehr viele, die sich als das Gegenteil herausgestellt haben oder die aufgesprungen sind und wieder vergangen, das sind sogenannte Trends. Das hat mit der eigentlichen Arbeit überhaupt nichts zu tun.